Serbien, weiteres Land, das die USA bombardiert haben. Entschuldigung, dass das so lange geht. Ja. Ich habe absichtlich einige Länder weggelassen, zum Beispiel Chile 1973, wo Allende gestürzt wurde, habe ich jetzt gar nicht drin. Einfach, ich musste kürzen, aber ich möchte Ihnen zeigen, dass der US-Imperialismus nicht eine Erfindung von mir ist, sondern das sind Fakten, die Sie gerne selber nachprüfen können. Serbien hat man 99 bombardiert. Hat mich natürlich interessiert. Ja, hat mich interessiert. Und wenn man ein Land bombardiert, militärhistorisch, dann macht man zuerst die Kommunikation des Gegners kaputt. Also die Radioantennen werden alle runtergeschlagen, die Elektrizitätsversorgung, das Fernsehstudio, das wird alles platt gemacht. Das heißt, wenn irgendwo ein großer Kampf ausbricht, dann wird am Anfang, zack, ihr Nattel ausgehen. Das müssen Sie mal vorstellen. So ist das. Dann kein WLAN mehr. Ja. Die meisten Leute, was kann das passieren? Ja, das wäre der erste Schritt. Ich glaube, dann weiß ich gar nicht mehr, wo mein Haus ist. Ich weiß nicht mehr, die Nummer meiner Freundin, die habe ich nur gespeichert. Ich weiß noch ihr Name, Sandra, Nachname weiß ich nicht, das habe ich in der App. Also das müssen Sie einfach wissen, es ist ganz interessant, ein Smartphone zu haben, aber es ist noch besser, die Dinge im Kopf zu haben. Ja. Weil also im Serbienkrieg sieht man, dass die Amerikaner sogar die chinesische Botschaft bombardiert haben. Und da ging es eben um Informationskrieg. Am 24. März griff Bill Clinton Serbien an und am 7. Mai bombardiert er die chinesische Botschaft. Drei Chinesen sterben. Das ist also ein Zusammenstoß der Supermächte. Jiang Zemin verteilt den Angriff als barbarisch. Ich habe mir das ein bisschen genauer angeschaut. Die Chinesen konnten nichts machen. Ja, die mussten das einfach hinnehmen. Die Amerikaner haben gelogen, das machen sie immer, haben einfach gesagt, oh, Entschuldigung, wir hatten alte Stadtpläne. Ja, kann passieren. Aber die Wahrheit dahinter war, dass man zuerst von Milosevic, das war der Präsident von Serbien, die Kommunikationsinfrastruktur der Armee und der Zivileinheiten ausgeschaltet hat. Dann hat er die in seine private Residenz genommen, dann hat man das niedergebombt und dann sind die Signale in die chinesische Botschaft gewandert. Und das können natürlich Funkaufklärer nachprüfen, von wo kommen die Signale. So wie man auch immer sehen kann, wo ihr Smartphone ist. Ja. Auch wenn sie angegeben haben, nicht verfolgen. Okay? Sondern ein Smartphone gibt Impulse und das kann man orten. Ja. Sie können es natürlich einem Hund auf den Rücken binden und dann rennt er irgendwo hin und dann denkt man, sie sind das, aber die wenigsten tun das. Oder also sie sagen, ja, das sind ja meine Fotos und überhaupt meine Freunde und ja, wo ist es, mein Smartphone? Und hier am Serbienkrieg, da gab es noch keine Smartphones. Die gibt es erst seit 2007. Da hat Apple-Chef Steve Jobs das erste Smartphone vorgestellt. Und die Bombardierung von China war eindeutig eine Operation, um die mobile Kommunikation oder überhaupt die technische Kommunikation auszuschalten. Deutschland hat mitgebombt. Ja. 1999 hat Deutschland erstmals wieder ein anderes Land bombardiert. Das ist illegal. Und Schröder war damals Bundeskanzler, SPD, zusammen mit Joschka Fischer, Grünen. Die Grünen sind ja jetzt olivgrün. Der hat das zugegeben. Er hat gesagt, ich habe gegen das Völkerrecht verstoßen. Immerhin hat er das zugegeben. Als es um die Frage ging, wie entwickelt sich das in der Republik Jugoslawien, Kosovo-Krieg, da haben wir unsere Flugzeuge, unsere Tornados nach Serbien geschickt und wir haben zusammen mit der NATO einen souveränen Staat gebombt, ohne dass es einen Sicherheitsratsbeschluss gegeben hätte. Das heißt, Schröder kennt das Völkerrecht. Und es war auch nicht sein Impuls, sondern es war wirklich der Impuls von Clinton. Clinton wollte Serbien auslöschen und dann hat man in Serbien eine Militärbasis gebaut. Ja. Camp Bondsteel, können Sie mal googeln, Camp Bondsteel, die Menschen im Kosovo kennen das. Also man hat einen Teil von Serbien abgetrennt, hier, das war mal Serbien, das hat man abgetrennt, eigenen Staat daraus gemacht und im Kosovo eine amerikanische Militärbasis gemacht. Das konnte man ja im Kalten Krieg nicht, weil da war ganz Jugoslawien monolithisch unter Tito kommunistisch. Und danach hat man die verschiedenen Ethnien aufeinander gehetzt und erst danach konnte man eine Militärbasis bauen. So haben es auch die Briten in Indien gemacht. Die verschiedenen Fürsten in Indien hat man aufeinander gehetzt. Ja, ist immer das Gleiche. Sind Katholiken, sind Christen, da hat man die orthodoxen Serben und ja, dann hat man noch die Muslime, die bosnischen Muslime. Und das war interessant, dass die NATO damals auf der Seite der Muslime war. In Jugoslawien. Das haben viele schon wieder vergessen. Und dass man damals, sie war auch die Luftwaffe der Muslime. Ja, die NATO war die Luftwaffe der Muslime, ja, und eine ihrer Special Forces war Osama bin Laden. Al-Qaida, ja, hat damals im Jugoslawienkrieg, waren die praktisch
Aufbereiter, UGK und Anfacher des Konfliktes gegen die orthodoxen Serben. Genau. Das haben viele, also das heißt, das ist so korrupt, man kann es auch tauschen, das ist überhaupt kein Problem. Ja, weil im Kern geht es ja dann am Schluss eigentlich um Macht und um Geld. Mhm. Es geht ja gar nicht um Gerechtigkeit. Also heißt das denn, dass die Lobby wirklich so stark war dann, die Pharma-Lobby gegen die Politik und sie quasi dann da zurückziehen mussten? Ja, das ist so seit 30 Jahren. Bis zur Stunde, dass sinnvolle strukturelle Veränderungen auch im Sinne von mehr sozialer Marktwirtschaft im deutschen Gesundheitswesen nicht möglich sind wegen des Widerstandes der Lobbyverbände. Ich kann Ihnen nur beschreiben, dass es so ist und dass es so abläuft, und zwar sehr wirksam. Aber es kann ja nicht sein, dass die Industrie stärker ist als die Politik. Also letzten Endes muss es doch heißen, die Politik muss sagen, nein, so geht's nicht. Ja, ich kann Ihnen nicht widersprechen. Wie entscheiden Sie denn, wem Sie was glauben? Ich versuche nach dem logischen Menschenverstand zu entscheiden, denn es ist so, wie Sie sagen. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Mhm. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Es ist so, wie Sie sagen. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Mhm. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Also, es gibt natürlich einen großen Streit, ob Sezession oder Annexion. Ich sehe das eher als Sezession, beschreibe das auch im Buch. Und es hat natürlich einen Präzedenzfall mit der Abspaltung vom Kosovo von Serbien, wo auch sozusagen die Russen gesagt haben, man kann doch nicht einfach einen Teil abspalten von Serbien. Und da hat die NATO gesagt, ja doch, das geht sehr wohl. Und das heißt, die Russen in der Ukraine... Machen Teil, Sie bei euch damals, das geht sehr wohl, sagen Sie. Ja, 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 genau. Aber die Leute lesen ja oft die andere Meinung nicht. Ja? Das ist ein Prinzip in der Geschichte, et altera pars auditur, man muss auch die andere Stimme hören. Das heißt, ich studiere natürlich, was sind die Analysen der Russen? Und da sieht man ganz klar, dass die sagen, ihr habt einen Putsch gemacht und darum haben wir, nach dem Vorbild von euren Aktionen im Kosovo, uns die Krim gesichert. Mhm. Und weil wir das im Spiegel nicht lesen, ja, das hören wir vielleicht auf Russia Today, aber im Spiegel heißt es ja immer nur, Putsch gab es nicht. Also der Putsch wird gar nicht ausgeleuchtet. Ist das NATO-Presse dann? Ja. Ja, das ist NATO-Presse. Mhm. Wir sind umgeben von NATO-Presse und die NATO-Presse hat ein ganz klares Feindbild böser Russen. Jedna vijače kad sudija pogreši na štetu njihovog tima, se ljute i besne, a kad sudija pogreši na štetu protivničkog tima, se raduju. I ne kažu, pa dobro, nije fair, ipak, ne. Ta ideja navijačkog odnosa, da želite da 100% sve što uradite bude u pravu, a da protivnik šta god uradio uvek je na drugoj strani i u krivu. To je u stvari odblesak te ideje prijatelj, neprijatelj. Die Anerkennung der Volksrepubliken Lugansk und Donetsk wird sowohl von den USA als auch von europäischen Ländern als Verletzung des Völkerrechts bezeichnet. Dabei vergessen sie, dass sie den Kosovo anerkannt haben. Handelt es sich da also um einen Doppelstandard? Ein altes Sprichwort besagt, diejenigen, die nicht aus der Geschichte lernen, sind dazu verdammt, sie zu wiederholen. Im Westen scheint es jedoch so zu sein, dass diejenigen, die ihre eigene Geschichte nicht kennen, dazu verdammt sind, andere für ihr eigenes Fehlverhalten zu beschuldigen. Während Russland die Volksrepubliken Lugansk und Donetsk mit der Anerkennung zu schützen versucht, bezeichneten westliche Länder die Anerkennung als Verletzung des Völkerrechts. Wer in Gottes Namen glaubt, dass Putin das Recht hat, neue sogenannte Länder auf dem Gebiet seiner Nachbarn auszurufen? Das ist ein eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht. Allerdings genügt ein Blick in die Geschichte, um zu verstehen, dass die Achtung des Völkerrechts nach eigenem Ermessen ausgelegt wird. Im Jahr 1999 überging die NATO den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und brauchte keine Genehmigung für ihre Bombenangriffe auf Serbien. Und als die Bomben 78 Tage lang auf Belgrad fielen, hatte der Westen anscheinend keine Zeit dafür, sich mit der Rechtmäßigkeit des Bombenangriffs zu beschäftigen. Zu
Zudem wurde die Ermordung von Hunderten von Zivilisten für legitim erklärt. Nach dem Kapitel hat der Sicherheitsrat die Hauptverantwortung für die Wahrung des inneren Friedens und der inneren Sicherheit. Und dies wird im Nordatlantikvertrag ausdrücklich anerkannt. Daher sollte der Rat an jeder Entscheidung über die Anwendung von Gewalt beteiligt werden. Und auch hiernach wiederholte sich die Geschichte, als die USA es nicht für nötig hielt, sich die Zustimmung der UNO einzuholen, um in den Irak einzumarschieren und das Land in Schutt und Asche zu legen. Wo war da der Schrei nach Völkerrecht? Ein Krieg, der ohne ein klares Mandat des Sicherheitsrates geführt wird, würde einen eklatanten Verstoß gegen das Gewaltverbot darstellen. Die Resolution 1141 des Sicherheitsrates ermächtigt nicht zur Anwendung von Gewalt. Abtrünnige Regionen als unabhängig anzuerkennen, es war kein Krieg. Aber auch da hat die USA ein paar gute Beispiele in den Lehrbüchern stehen. Als das Kosovo im Jahr 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien erklärte, wurden die USA beglückwünscht und beklatscht für die Anerkennung des Kosovos. Ebenso als sich 1991 Kroatien, Slowenien und dann auch noch Bosnien und Herzegowina vom damaligen Jugoslawien für unabhängig erklärt haben. Deutschland gehörte damals zu den ersten Ländern, die die neuen Staaten anerkannt hatte. In Anbetracht der Konflikte der 90er Jahre ist die Unabhängigkeit die einzige praktikable Option zur Förderung der Stabilität in der Region. Damals hieß es, es sei die einzige friedliche Lösung für die Region. Man betonte das Selbstbestimmungsrecht der Völker, wie es in der UN-Charta festgehalten ist. Wieso wird dann jetzt im Falle der Volksrepubliken von Donetsk und Lugansk sowohl das Selbstbestimmungsrecht der Menschen als auch ihre politische Willensbildung als völkerrechtswidrig betrachtet? Vielleicht sollte sich der von den USA angeführte Westen noch einmal mit der eigenen Geschichte auseinandersetzen. Zuerst mit dem Kosovo-Krieg. Ja, das war ja gar nicht nur der 11. September 2001, sondern es war schon 1999, weil damals stand die Frage im Raum, der Warschauer Pakt hat sich aufgelöst. Die NATO mit einem Budget von 900 Milliarden, das sind jetzt die heutigen Zahlen, 900 Milliarden Dollar, also mit dem könnte man einigen Friedensschulen gründen oder Traumabewältigung machen oder unabhängige Medien aufbauen. Also da könnte man echt was machen. Da könnte man doch die NATO abschaffen und man könnte eine Friedensdividende fürs Volk auszahlen. Und da war es halt das Bedürfnis der NATO, dass das nicht passiert. Ja. Das heißt, also eine Berechtigung für das weitere Erhaltenbleiben der NATO. Man hätte ja auch sagen können, der Warschauer Pakt hat sich aufgelöst. Das heißt, die große Bedrohung ist nicht mehr da. Genau. Man braucht es uns auch nicht mehr, aber dahinter stecken natürlich auch Interessen des militärisch-industriellen Medienkomplexes. Da geht es um sehr viel Geld und das hätten diese üblichen Verdächtigen gerne weiter angenommen. Ja, ganz das sind klar. Steuergelder, das wird immer vergessen. Genau, ja. Genau. Aber um diese Geld, also 900 Milliarden, da muss man sich schon mal klar sein, da wird einiges dafür gemacht, oder? Kann man sogar in Basel essen gehen. Ja, ziemlich gut und das Essen ist teuer in der Schweiz. Aber was ich sagen wollte ist, dieser Kosovo-Krieg, Kosovo ist ja eigentlich ein Teil von Serbien, ich erkläre das im Buch ausführlich. Das ist genau gleich wie Bayern ein Teil von Deutschland ist. Man darf jetzt nicht zum Beispiel China kommen und Bayern bombardieren und dann sagen, wir haben jetzt Bayern rausgelöst. Würde jeder sagen, das darf man doch nicht. Und die Antwort ist, ja, das darf man nicht. Man darf nicht ein anderes Land bombardieren und sozusagen einen Teil rausschneiden. Aber genau das hat die NATO gemacht. Sie wollte sich sozusagen wieder legitimieren, ins Geschäft einbringen. Ja. 1999 war dann auch 50 Jahre NATO. Also während Serbien bombardiert wurde, feierte die NATO Geburtstag. Es war eigentlich die Geburtstagsparty der NATO. Jetzt ein bisschen makaber gesagt, aber so feiert ein Militärbündnis. Und man muss dann auch schauen, und darum setze ich mich auch so kritisch mit der NATO auseinander. Es ist eigentlich für mich die größte Herausforderung, die Friedensbewegung überhaupt hat, weil die NATO hat ja dann eben Afghanistan angegriffen, hat dann Libyen angegriffen, also Afghanistan 2001, 2011 der Angriff auf Libyen, 2003 der Angriff auf Irak. Ab 2011 auch die Destabilisierung von Syrien mit dem Krieg, der andauert. Wir hatten den Putsch in der Ukraine. Also wir können die Phänomene, die großen geostrategischen Phänomene heute überhaupt nicht verstehen, wenn wir uns nicht auch mit der NATO auseinandersetzen und wenn wir nicht auch verstehen, dass sie die UNO-Charta wiederholt missachtet. Weil wenn sie das konsequent tun würden, dann würden sie ihre Kinder nicht in diese Kriege schicken,
Ja, also sie würden sich riskieren und dann würden sie auf die Straße gehen und die Regierung kritisieren, die würden die Regierung rausschmeißen und sie würden eben dafür, und so sind sie, zähneknirschend sind sie eben dabei. Das heißt, irgendjemand muss, die Kriege müssen ja noch von Leuten geführt werden. Wir haben viele Drohnenpiloten, die machen das schon, trotzdem brauchen sie Bodentruppen, sie müssen da Leute reinschicken, Jetpiloten, und es das ist kostet teuer. Geld. Es ist sehr das teuer. Geld fehlt irgendwo und um ja, da die Leute hinter sich zu bringen, dass sie sagen, ja, es ist alles schrecklich, aber man muss das tun, braucht man eben diese PR-Maschinerie. Genau. In ihrem Buch und in ihren Vorträgen kommt auch vor, dass wenn man das dann geschafft hat, wenn man zum Beispiel die Deutschen, was nicht so einfach ist, nach 45 auch noch mit der KZ-Geschichte in den Jugoslawienkrieg führt, und das machen die dann auch noch, das heißt, um Auschwitz zu verhindern, bombardiert man Länder, dabei ist Auschwitz ein Resultat von Krieg auch gewesen. Also ja, das klar. Muss man ja auch noch. Das ist der sagen, Irrsinn. Dass also dann irgendwo die Sektknorken und Champagnerkorken knallen und das sagen die auch. Ja, da war es Ruder Finn war die Werbeagentur in Washington, die eigentlich den Kosovo-Krieg begleitet hat. Also die Leute denken oft, es gibt keine Werbeagentur, die einen Krieg begleitet. Das ist schon mal eine große Naivität. Das wird ausgeschrieben, auch wie Hill & Knowlton. Das wird, wer will es machen? Da gibt es ein riesen Budget, da bewirbt man sich richtig. Genau, wer ist gut? Wer ist gut im Lügen? Und die Ruder Finn haben eigentlich den Auftrag erhalten, die Serben zu dämonisieren. Und dann kommt dann auf Newsweek oder auf einem anderen Magazin kommt einfach das Bild von Milosevic und dann heißt The Face of Evil, also das Gesicht des Bösen. Das ist also der Trick, der böse Mann, wie man es bei Osama Bin Laden gemacht hat, bei Saddam Hussein, bei Gaddafi etc. Damit schafft man schon mal im Volk sozusagen die Stimmung, den zu bombardieren, wäre schon fast eine Pflicht, wenn man irgendwelche christlichen Werte hat. Dozvoli, knježe Lazare, molim te da preko običaja večeras nazdravim prvi. Šta ti to znači? Na Kosovu se neće sukobiti samo dve države, Turska i Srbija. Niti dva naroda, niti dva vladara. Nego dva kontinenta. Dve vere, dva boga. Eto, u takvu borbu ulaziš, Lazare. A ruka ono ko će da te izda, večeras je s tobom na trpezi. 1999 Serbien bombardiert hat. Ja, da hat der deutsche Außenminister Joschka Fischer gesagt, es gibt in Serbien KZs, Konzentrationslager. Dadurch wurde in der Zielgruppe ein Trauma aktiviert. Konzentrationslager ist in Deutschland nicht irgendein Wort, sondern das ist ein Riesenverbrechen. Und dann denken die Leute, da muss man ja das stoppen. Später hat sich herausgestellt, es gab keine Konzentrationslager in Serbien. Also einfach, dass sie das ein bisschen verstehen, das war vor 20 Jahren. Der Satz von Joschka Fischer war damals, ich habe gelernt, nie wieder Krieg, aber ich habe auch gelernt, nie wieder Auschwitz. Das ist ein sehr, sehr geschickter Propagandaschachzug, weil das hat die Neuronen so in die Irre gelenkt, dass die Leute gesagt haben, ja, nie wieder Krieg, da haben sie ein Ja. Und nie wieder Auschwitz haben sie auch ein Ja, aber das bedeutet gleichzeitig Ja zum Krieg. Verstehen Sie das? Das ist über die Bande gespielt, das ist Aikido für den Kopf. Und das hat er nicht so auf die Schnelle erfunden, sondern das hat gerade die ganze deutsche Bevölkerung verwirrt. Heute können wir nachzeichnen. Wir können zeigen, wie es war. Sie können sich das merken, es gab keine KZs in Serbien. Gab es einfach nicht. Sie wurden angelogen. Was bedeutet das? Sie sollten den Meinungsführern nicht blind glauben. Einfach gar nicht. Pokaži mi tvoje devotirske glase.